herzlich willkommen zur 100. Folge am 100. Tag Subsistence im Hardcore-Modus. Ich bin noch gar nicht ganz fertig, hier das Zeug zu versorgen. Ich habe jetzt nochmal eine Tomate geerntet. Ich weiß aber, dass ich hier unten noch Tomatensamen habe. Wir wollen los, ne? Ich weiß, wir wollen jetzt los. Und das machen wir auch. Ich mache noch eben die Püllekes voll hier. So. Die schon mal hier rein. Könnte ich nämlich eigentlich den Ofen ausmachen, wenn wir sowieso abhauen jetzt. Ich habe auch schon mal Anzünder gemacht. Den nehme ich mal mit, vorsichtshalber. Falls wir Pech haben und so nichts finden und dann ist da keiner. Und ja, das wäre doof. So, ich muss hier. Hier habe ich den gerade rausgeholt. Ne, genau hier. Da kommt er wieder rein. Packen wir den auch gleich hier hin. Wasser. Das ist alles soweit voll. 90, ja. Alles gut. Das nehmen wir mal noch mit. Kann ich eigentlich auch verschmackofazieren hier direkt. So. Die nehme ich mal mit für drüben. Aber das fällt mir auf hier. Das wäre vielleicht ganz gut, da noch einen zu machen. Aber kann ich vielleicht das Material auch unterwegs versammeln? So, ich sehe da gerade schon eine Holzkiste. Die will ich jetzt noch nehmen. Ja. Ne, ordentlich zumachen. Es kommen noch Einbrecher. Da nehmen wir zwei von mit. Da haben wir 3, 5. Ja, das sieht soweit in Ordnung aus. Das ist auch auf Standard. Gut. Hier ist alles gut. Das ist aus. Dann würde ich sagen, machen wir uns auf den Weg rüber, ne? 100. Folge, 100. Tag. Wir gehen mal wieder rüber zum anderen See. Aber erst will ich die Kiste haben. Und wenn die Töle mich nervt, dann wird die gleich als Mittagessen eingeplant. Obwohl das hier noch ein bisschen doof wäre. Ich will ja eigentlich gar nicht hier lang. Hopp. Zack. Zack. Oh, Bär, Wolf. Hallo? Darf ich vielleicht mal Richtung Osten rein? Gut, dass du da lang gehst. Dann versuche ich hier durchzuschlüpfen. Ja, genau, das wollte ich machen. Habe ich jetzt vergessen. Eventuell noch so eine Spitzhacke machen. Irgendwie ist das noch so früh. So ein bisschen dunstig, meine ich. Die Sicht noch nicht so richtig. Ich bin einfach nur nervös. Was auch sein kann. Ich möchte ganz gerne vermeiden, dass ich heute auf der Jubiläumsfolge ins Gras beiß. Aber wie der Teufel das will, ne? So. Ja, die Sonne blendet auch und ich muss ja Richtung Ost-Südost. Ja, also so, ja, ich würde mal sagen, so Richtung 110, 120 wäre ganz gut. Also jetzt der Kurs. Das Heading. Ja, 120 nicht mal. Ich glaube eher so 100. 100 bis 110. Oh, die Sonne blendet richtig. Ich sehe gar nichts. So, ne? So sieht man nichts. Ich habe doch keine Taucherbrille auf. Verdammt noch eins. Ein Kartoffelchen. Oder ein Sam. Oh, eine richtige Kartoffel. Das ist schon mal gut. Naja, ich bin fleischmäßig, also proteinmäßig gar nicht so gut aufgestellt. Ich müsste da erstmal was kochen, wenn ich zeitig ankomme. Oder notfalls, ne, für den letzten Notfall habe ich immer noch hier meine Schokoriegel dabei. Ja, ich habe das gesehen, das Eisen. Aber wenn ich das jetzt alles einsammle, kommen wir überhaupt nicht an. Das ist ein Stück weit. Aber hier ist Schrott, ne? Schrott brauche ich für... Ich will noch eine Spitzhacke machen, weil das brauchen wir vielleicht. Was haben wir denn schon? Dezember? Ne, ist noch November. Ist ja noch richtig früher November, glaube ich. So, hier, komm. Können wir schon mal unterwegs ein paar Bretter craften. Die brauchen wir nämlich. Ich habe die Bretter gar nicht mitgenommen und die Nägel auch nicht. Wie blöd bin ich eigentlich?
Ne, hat keinen Zweck, muss ich zurück. Oh Mann! Ja, die Nägel zumindest, Bretter auch. Jetzt nicht, vielleicht nicht unbedingt alle, aber... Ach Mensch. Warum sagt ihr mir denn nichts? Muss ich doch mitnehmen. Geht doch so nicht. Vorhin war hier keiner. Meine ich. Schön aufpassen. Ausdauer geht schon zurück. Da habe ich doch das gesehen. Na 120, das ist ein Level 4er. Kann ich hier durch? Da ist der Bär. Sollte klappen, dass ich mich hier entlang schleiche, ne? Ja, der ist da. Ich renn mal. Ja, knurr du. Hopp! Leck mich doch. Wo bist du? Hä? Ich kann das nicht leiden, wenn ich weiß, hier ist irgendwo eine Bedrohung und ich sehe nichts. Wo ist der? Ist der bis da hinten hingerannt? Nee. So. Vergiss ich das. Das geht da mal nicht, ey. Das nehmen wir ruhig mit. Also. Ich sag mal die Hälfte. Ne? Die nehmen wir alle mit, bis auf die 5 hier. Die nicht so ganz ohne sind hier. Kommt 10 Stück lasse ich hier. So. Dann auch die Hälfte. So, lege ich mir hier unten rein, damit ich da ein bisschen mehr Material habe. Das müsste ich den ganzen Weg nur aufklauben. Warte mal, wollte ich noch gucken hier. So eine, ne? 4 Stück, die kann ich sammeln. So. Da auch 4, ja. So. Kleinig, haben wir da noch einen Fisch oder was drin? Nee, ne? Ich glaube, ich mach das aber. Das dauert so lange, ey. Das kommen wir näher. Doch, im Dunkeln. Ah, das geht ja gar nicht, ist ja aus. Nee, das mach ich jetzt nicht an. Egal. Dann eben nicht. So, jetzt haben wir das aber mitgenommen. Da ist Schrott und der steht dabei. Ja, dann steht er eben dabei. Ich glaube, das ist der wirklich. Nein, da ist er. Mann. Oh, Leute, ey. Der kommt genau auf mich zu. Was ist das denn für einer? Level 3er. Hau ab. Ich habe keine Zeit. Time is running out. Ich muss noch so weit. Ja, nee, ist klar. Oh, hat der mich gebissen? Ja, Level 3er, da ist schon knapp mit der Pistole, ne? Da passiert das leicht mal. Naja. So, die ist aber wieder voll, aber ich habe keine Patronen mehr. So, hoffentlich vergammelt mir das jetzt nicht unterwegs. Jetzt muss ich echt ein bisschen Gas geben hier. Weil wenn das manchmal ein bisschen schwierig läuft, so wie das jetzt zum Beispiel anfängt hier, dann kann das knapp werden, ne? Nicht da oben gegen, sonst mache ich wieder das Bild aus. Das ist ganz ungünstig, wenn man nicht alleine ist. Und ob ich alleine bin, kann ich nicht ganz sicher sagen. Kann ich nur vermuten. Da oben läuft ein Wolf. Okay. Oh je. Ich versuche mal, ob ich wegkomme. Da ist aber der Nächste. Was soll ich denn mit dem ganzen Fleisch und den ganzen verschossenen Patronen? Ist der noch hinter mir?
glaube wohl, ne? Ja, die Gefahr ist natürlich, wenn man so vor so einem Vieh wegläuft. Oh ne, hier muss ich aber. Okay. Ich hab aber noch ein bisschen die Knarre in der Hand. Wenn man so wegläuft, dass man dann dem Nächsten gern mal in die Arme läuft. Man kann ja nicht stehen bleiben, sich umgucken, wenn man dann so einen Wolf am Arsch kleben hat. So, weiter. Südosten, ja, eher mehr östlich halten noch. Bisschen Holz einsammeln auch, ja. Da ist eine Kiste, die will ich haben. Da könnten noch mal Nägel dran sein. Zack. Ah, ich mag diese Hügel nicht. Aber ich muss jetzt nicht mehr so wie ganz am Anfang so hier rumschleichen und aufpassen. Ich bin ja einigermaßen bewaffnet. Die Gefahr ist geringer geworden im Vergleich zu den ersten Tagen, wo ich kaum bewaffnet war. Allerdings darf man sich da nicht in falsche Sicherheit wiegen oder das auf die leichte Schulter nehmen. Boah, hier liegt so viel rum. Ich komme gar nicht weiter, aber hier liegt so viel rum. Ich will doch nichts liegen lassen. Da noch eine Tasche und hier und läuft hier Slalom. Sonst suche ich mir einen Wolf und jetzt? Mein Gott. Ich suche mir einen Wolf, hat in dem Spiel eine ganz andere Bedeutung, ne? Ich habe Hunger, ich suche mir einen Wolf. Na, 122 Nägel, dann kann ich da schon ein bisschen was reißen, ne? Das sind also schon 12 Wände notfalls oder so. Wenn ich entsprechend, apropos, ein bisschen Holz hauen. Und dann mache ich mir, glaube ich, auch ein BKI. Ich weiß gar nicht, ob ich... Oh! Ich habe nichts gesehen. Oh, den habe ich am Arsch. Und ich weiß jetzt nicht, wie groß der ist. Meine Ausdauer... Oh. Oh, wow, 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 wow. Wenn ich jetzt auf das Reh zulaufe, ob ich das ablenken kann? Nee. Dass der vielleicht hinter das Reh ist, der ist immer noch hinter mir, ne? Ich will doch nicht ins Gras beißen. Das sieht nicht gut aus, weil ich kann da nicht viel machen. Ich glaube, wird leiser. Hier darf jetzt nicht aber noch einer aufkreuzen. Da ist noch ein Wolf. Oh, jetzt habe ich Knurren hören. Ja, sind wir aber ein Stück weiter gekommen. Ich höre nichts mehr hinter mir. Ich sehe aber eine Tasche. Gesehen habe ich nicht, aber das kann natürlich, deswegen habe ich das auch nicht drauf ankommen lassen. Das kann natürlich sein, dass das so ein Level 4 Braunbär war mit irgendwie 250 Punkten oder so. Da kann ich mit meiner Flinte nicht genug ausrichten in der Kürze. Na, ich müsste ihn wahrscheinlich 2 oder 3 oder 4 Mal treffen, bis der tot ist. Bis dahin hat er mich mit meinen lächerlichen 70 Punkten da mit einem Tatzenhieb oder spätestens mit 2 niedergemacht. Also, das habe ich so richtig gemacht. Beim Wolf wäre das noch ein bisschen was anders gewesen. Ist das hier Haubis Hügel? Nee, ne, oder? Nochmal genauer gucken. Ich glaube aber nicht. Nee, das ist ja nicht. Nee, wir sind auch ein bisschen zu weit im Süden dafür. Das ist nämlich nicht der große andere See. Oh, da ist ja schon dieses große, dieser Triumphbogen im Süden. Da ist schon auf jeden Fall Puma-Gebiet. Und da ist ein Bär, gut, dass ich den gesehen habe, ne? Gefahr erkannt und so. Gehen wir nochmal ein bisschen hier
In die Richtung. Das ist jetzt pures Osten, wird man laufen. Ist auch, glaube ich, gut so. Aber liegen lassen müssen wir das jetzt ja nicht hier, ne? Sind wir natürlich schon ein großes Stück weiter gejagt worden. Der Bär hat auch gedacht, meine Güte nochmal, die kommt überhaupt nicht weiter. Ich helfe mal ein bisschen. Ich schieb die mal ein bisschen an. Ja, danke schön. Und danke auch für den Puls. So, da hinter dem Felsen ist ein Wolf. Ich habe den gerade schon gesehen. Da ist ein Bär. Also da kommen wir jetzt schlecht. Na gut, dann gehen wir nochmal hier ein Bögelchen machen. Eisen. Wo ist er denn? Nein. Dich will ich haben. Habe ich da eigentlich schon eine Kiste? Ja, da habe ich eine Kiste. Soweit ich mich erinnere, habe ich da ein Podest. Ich habe da eine Wand und eine Treppe auch, dass ich notfalls von Bär da hochflüchten kann. Ich glaube, da steht auch sogar schon ein Ofen. Kann das sein? Ein mitgebrachter Ofen, aber keine BKE, irgendwie so. Weil ich hätte doch bestimmt, wenn ich da eine BKE hätte, den Beacon angemacht, oder? Ich meine, gut, ich finde das auch so. Ich habe einen ganz guten Orientierungssinn. Na, da sind wir schon. Gut, dass wir schon so nah sind, hätte ich jetzt nicht gedacht. Wie, da ist ja gar keine Treppe, oder die sieht man nur noch nicht, ne? Keine Treppe? Das ist alles nur die Kiste da? Ich dachte, ich hätte da schon mehr. Ah, einen Bogen muss ich machen. Wegen diesem blöden Wolf, der ist. Da war ein Level 4er, ne? Den kann ich mit einem Schuss nicht so niederstrecken. Ja. Okay. Doch, da ist die Treppe. Ja, genau. Aber ich dachte, ich hätte schon eine Wand gesetzt. Aber nix ist. Ein bisschen kleine Munition könnte ich noch ganz gut gebrauchen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Holz. Wo ist der Bär? Oh, da ist die Kiste. Weiß, da ist auch ein Bär. Her mit den Nägeln. Oh, der kommt zurück. Der kommt zurück. Der kommt zurück. Das war ein Zitat aus dem Film. Wie heißt der? Ah, zwei wahnsinnig starke Typen. Mit Gene Wilder und Richard Pryor. Ein fantastischer alter Film aus den 80ern. Donahue. So. Jetzt gehen wir aber erstmal da und gucken da mal in die Kiste, was wir da so alle drin haben. Und dann würde ich sagen, sollten wir zusehen, dass wir da eine BKE und eine Wand kriegen. Na, die Treppe habe ich gebaut. Falls ich mal hier angerannt komme und einen Bär im Schlepptau habe, dann nützt mir das nämlich nichts. Wie zum Beispiel beim Wolf. Wenn ich hier auf die Plattform springe, da kommt der Bär nämlich mit. Aber wenn ich dann hier so hup, hup, hier oben, glaube ich, kann er nicht ran, dann drischt er hier gegen die Treppe ein. Die müsste der schon zerstören, dass ich runterfalle und er mir was tun kann. Ansonsten könnte ich den von hier oben bearbeiten, aber ich glaube, die haut nur ein, zwei Mal und dann geht der erstmal wieder. Deswegen habe ich hier die Treppe hingemacht schon mal. So, der Ofen ist da. Das ist schon mal gut. Da sind sogar noch welche drin. Sonst machen wir noch drei dazu. Ne, weil ich muss das ja jedes Mal, wenn ich hier ankomme. Jetzt können wir hier die Leber braten, ne? Oh, das wird auch Zeit, ey. Das wird richtig Zeit. Habe ich hier eigentlich eine Angel drin? Ja, eine Angel habe ich mir auch schon reingetan. Eine Leine.
So, 4 Nägel sind da. Jetzt sind es noch ein paar mehr. 18 Bretter. Dann haben wir die noch. Das packen wir dazu. Kartoffeln. Da ist sogar noch ein bisschen Gemüse. Ja. Ja, das brauche ich hier eigentlich nicht. Achso, das war leer, das Fickding. Warum ist das denn da? Das können wir mal hier reintun, einfach um die Taschen so ein bisschen leer zu haben. So, jetzt muss ich mir aber die Leber machen, bevor die mir sonst irgendwann gammelig wird. So, das. Das lege ich so lange raus. Ah, hier kommt doch die... Da haben wir die Angel. Angel ich jetzt schon? Ist noch viel zu früh, ne? Nein, aber ich muss was futtern. So. Ja, und Perlen bräuchte ich auch. Hier kann ich doch eigentlich ganz gut schwimmen. Hier ist doch eigentlich alles gut. Komm. Gucken wir mal hier schon meine Umgebung. Ich darf nur die Leber nicht vergessen. Die braucht man ein bisschen länger, meine ich immer so, ne? Die Leber. Da ist ein Seegras. Keine Perlen. So. Am anderen See. Hier ist man ja selten, wenn man da drüben wohnt, an dem anderen See. Ist ja doch ein Stück weit weg. Finde ich auch ganz gut, dass die Map noch ordentlich erweitert wird. Boah, zweimal Seegras. Wie geil. Schnapp. Schnapp. Ja, so eine Pflanzkiste muss hier hin und hier muss einiges hin. Na, lass mich raus. Ich muss nach meiner Leber gucken. Jawohl. Die muss ich mir jetzt auch sofort einverleiben. Wird Zeit. Ach ja. Seegras haben wir jetzt 4. Also das ist nicht so doll. Und da muss auch bald was passieren. Dann essen wir mal einen hiervon. Mal eine Angeln gleich. So, jetzt machen wir erstmal... Was brauchen wir hier? Erstmal noch eine vierte Plattform, ne? Würde ich sagen. Und dann... Wie mache ich denn das? Ich mache hier eine Tür. Da muss auch nochmal eine Plattform vor, glaube ich, damit ich mich da drauf retten kann. Dann kommt hier eine Wand mit einer Tür. Aber erstmal machen wir hier die Wände, dass man da besser hoch kann. Ja. So. Und dann ist die 7. Ne? Und hier schön, die sind so und so. Und hier mit den die Maserung immer schon kreuz und quer. So, manch einer hat ja einen inneren Monk und der macht dann Saltos. So, brauchen wir jetzt 2 davon. Genau. Und dann brauchen wir natürlich auch sowas hier. Und dann brauche ich sowas hier. Geht nicht mehr! So schnell sind die weg. Also brauchen wir noch sowas. Ja. Ne, also, ich glaube, das geht noch nicht, ne? So. Jip, jip. Ist eigentlich da hinten auf der Insel irgendwas drauf? Nee, ne? Bisschen mehr Holzvorrat bräuchten wir hier. So, die 2 will ich ja dann da hinstellen. Einmal den. Und den. Genau. Aber das geht noch nicht. Dazu brauche ich noch eine Wand. So eine. Dann wollte ich eine mit Fenster machen. Damit wir in die Richtung rausgucken können. Genau. Hier kommt auch ein Fenster. Oder mache ich hier eine Tür hin? Weil Angelsteg und so was. Na, mal sehen. Erstmal mache ich hier rundherum zu. Hier sollte ich aber eine hinbauen. Ich könnte mir das auch sparen. Ich kann doch ein normales Brett nehmen. Hier so eins dahin machen, oder? Geht das eigentlich? Das geht. Haha. Ne?
Das ist doch besser so. Da muss ich doch nicht extra so eine Plattform, weil die sind ein bisschen billiger. So. Ich muss jetzt aber angeln. Ich habe nicht genug zu Mamfi. Oh, eins nur. Einen kann ich noch machen. Ich glaube, die brauchen wir dafür, richtig? Ja. So. Puh. Hier ist kein Kühlschrank. Also, Ziel ist hier jetzt die Hütte so einigermaßen. Ja, ich kriege sie vielleicht nicht ganz rundherum zu, aber dass das schon ein bisschen besser ist. Und eine BKE möchte ich hier ganz gerne schon mal setzen, ne? Für das Beacon. Und dass man das ein oder andere craften kann da drin. Strom und Masse ist ja hier eine andere Sache. Das geht ja nur über Windräder und über Stromerzeuger. Ja, ich werde dann früher oder später irgendwann hier auch so einen Generator hinpacken. Aber wir haben ja keinen Gratis-Strom außer BKE hier. Das ist ja bei der zweiten BKE ist das ja nicht. Zack. So. Ja, natürlich ein kleiner. Das war ja so klar. Ja. Time is running out. Tageslicht-Time. So. Ich will noch mal. Habe ich noch einen? Ah, nee, habe ich noch gar nicht gemacht. Doch, habe ich doch gemacht. Wo ist er denn? Bin ich jetzt doof? Ich habe doch eine Leine gemacht. Habe ich jetzt zweimal geangelt? Nö. Eine war noch da, eine habe ich doch gemacht, oder nicht? Ach, die kommt erst hier. Ja, habe ich mich wieder selber ausgetrickst. Das kann ich ganz besonders gut. Naja. Versuche ich die Zeit möglichst sinnvoll. Bäh. Zu nutzen und sammle hier die Tasche ein. Gut. Und Hölzeli. Oh. Immer warum gehe ich immer an die gleichen Bäume? Es sind so viele Bäume im Wald und ich gehe 10-mal an den gleichen. So, jetzt aber. Ja, der geht wenigstens. Tasche. Die will ich noch haben. Wo ist er denn? Ich habe ihn doch gerade gesehen, das Garnickel da. So, Garnickel, bleib schon. Jawohl. Musste ich jetzt, weil es relativ weit gewesen, musste ich doch ein bisschen weiter drüber halten. Hat aber gereicht. War ich hier schon dran? So. Machen wir mal von hier. Allerdings muss ich ein bisschen aufpassen. Da oben ist der Wölferli. Oh, das wird düsterkes. Oh, das gibt schlechtes Wetter. Ich muss mal gucken, dass ich ihn Dach über den Kopf kriege da. Und jetzt beiß hier gefälligst mal. Ah, das geht hier ganz schön zügig mit der Wetterwechselitis. Und dann das Grolle noch, da kann ich das nicht richtig hören, wenn jemand beißt. Da muss ich aufpassen hier. Das ist meine letzte... Da! Bitte gerne was Größeres.
Hm. Ja, das könnte tatsächlich ein Lachs sein. Das wäre doch prima. Dann kriegen wir noch schön den Bauch voll heute Abend. Ja, wunderbar. So, jetzt aber ab auf die Plattform. 14 Bretter. Ja. Haben wir nochmal zwei, ne? Boah, jetzt ist aber dunkel. Ich sehe ja nichts mehr. Oh Gott. Da kriege ich ja gleich einen epileptischen Anfall. Epilepsie schadet nie. So. Also. Flittieren. Schlachtachten. Jetzt gibt es erstmal richtig lecker Mampfi hier. So soll es sein. Hm, 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 16, ja. Da haben wir noch einen Fischli. Ja, stimmt. Oh, das ist ja richtig, richtig feudal. Warte mal, müssen wir den füttern schon? Ja. So. Dann haben wir noch den. Und dann den können wir auch schon mal hier lassen. Ja. Keine Leine. So. Es wird dunkel und es ist feucht hier. Ein bisschen Dach über dem Kopf würde mir gut gefallen. Oh Gott. Der passt so gerade noch rein. Der Fisch muss noch ein bisschen liegen bleiben. Rappelvoll. Ist das herrlich? Oder ist das herrlich? So. Weil dieses Wetter. Sehen könnt ihr wahrscheinlich gar nichts mehr, ne? Da kann ich jetzt aber auch nicht viel ausrichten. So, jetzt kann man schon mal da drauf und vor allen Dingen kann man sich schon mal vom Regen unterstellen. Immerhin. Ist ein Anfang. Dann brauche ich so eine noch für da und so eine. Da. Und die. Da. Und so schnell der Regen kam, ist er auch wieder weg. So, Bretter, Nägel haben wir noch ein paar, aber die Bretter sind weg. Wir haben zwar nicht viel Nägel, aber dafür viel Nebel. Oh, kalt. Nur November, ne? Aber ich friere noch nicht, weil ich habe ja das Pulloverchen an, ne? Ja. Da kann man noch eine ganze Weile gut mit durch. So. Haben wir schon was für? Nee, aber das legen wir schon mal an. So, dann wollen wir mal gucken. Da haben wir jetzt ein Fenster. Dann machen wir hier auch ein Fenster. Eigentlich müsste da eine Tür, aber ja, mal sehen. Oh, DHL war heimlich da. Ganz still und leise haben sie uns das Ding vor die Tür gelegt. Jetzt kommt was Schönes drin. Weihnachten. Ja, Nägel. Gut. Die Firma dankt. Da wollten wir ja mit Fenster hinmachen. Oder Tür. Ich bin so unschlüssig. Ich lasse das erstmal offen. So, dann haben wir hier nochmal ein Fenster, habe ich mir so gedacht. Da.
Und da kommt eine Wand ohne Fenster, weil da soll die BKE dann dran. So. So habe ich mir das vorgestellt. So. Na, das ist gut so. Genau. Und jetzt müssen wir nur ein paar Bretter haben. Aber ich muss auch gucken, dass ich nicht mein ganzes Holz verballer hier. Weil ich bräuchte 4 dafür. Glaube ich, ne? Und jetzt haben wir noch 15 Holz. Jetzt muss ich ein bisschen auf die Bremse latschen hier. Was ist denn so gemüsig da? Ich hau mir mal die Kartoffeln rein hier. Oh, hier essen wir mal einen von. Noch einen. Eine Tomate. So, jetzt geht's mir gut. BKE. Was kostest du denn? 6 Schrott. Oh, das sind auch 4 Bretter. Ich glaube, das wäre am besten, wenn ich das zuerst mache, ne? 6 Schrott und 4 grüne Elektro. So. Ne? Jetzt fehlt nur noch das eine Brett hier und dann können wir die machen. Weil ich muss ja dann auch einen Hammer mal machen, den ich hier liegen lasse. Noch eine zweite Kiste brauchen wir hier. Also ist noch einiges. So, BKE ist in der Mache. Ja, wie gesagt, ich möchte das schon gerne zuhaben hier. Das lasse ich mal erst noch auf. Weil ich nicht weiß, ob ich mir hier vielleicht noch so ein Stegchen mache und auch so eine Tür. Muss ich mal gucken. Weil wenn die Seite hier zu ist, dann kann ich mich ja schon hier ganz gut reinflüchten. So, BKE ist da. Wieso ist die rot? So, jetzt. Zack. Da haben wir ein bisschen Strom, aber da füllt sich nicht mehr auf. Dazu müssen wir so ein Eumel hier mal hinstellen. Aber es geht mir auch darum, dass ich jetzt hier eben Pflanzkübel bauen kann und so ein paar Sachen eben. Ne? Darum geht es mir in erster Linie. Und der Beacon. Ist der eigentlich an? Ja, der ist an. Wo macht man das eigentlich? Den kann man ja abschalten. Wo? Wo war das noch? Da. Da, der Haken rausnimmt, dann ist er weg. So. Es wird wieder hell. Ja, es geht immer ziemlich schnell. Die Nacht ist immer ziemlich schnell vorbei. So, hier fehlt noch mal einmal Dach. Und da fehlen noch einen mit Fenster. Ne, ich mache also hier mit Tür und hier mit Fenster. So habe ich mir gedacht. Und das möchte ich ganz gerne auch noch zumachen hier. Hier hinten ist das gar nicht so schlimm. Ist halt eine große Tür erstmal. Aber da sollten dann noch so 2, 3 Plattformen hin, damit man dann da hinten mit einer Treppe und Wasser kann. Das wäre ganz gut. Dann kann man das nämlich hier auch ganz gut aushalten. Und eine zweite Kiste müssen wir da noch haben. Und so weiter und so fort. Aber zu feudal wird das hier nicht eingerichtet. Wichtig ist, dass hier genug Holz ist. Immer. Und für ein bisschen Gemüse vielleicht oben so ein Pflanzkasten. Und Angel müsste hier, seit man sich hier notfalls was angeln kann, sodass man tatsächlich hier unterkriechen kann und hier bleiben kann. Und sich hier auch halten kann. Darum geht es mir. So, jetzt ist hell genug. Ich gehe jetzt mal los. Wir brauchen vor allen Dingen Holz, ne? Ja, ich warte noch einen Moment, der wird ja wohl nicht schlecht werden. Die Nägel lasse ich aber hier, die muss ich jetzt nicht alle mitschleppen. Die brauche ich ja eh nur hier. So. 7. Das ist nur ein, das können gerne mal wieder welche werden. Die habe ich ja in den Wolf gestopft alle. Hier geht's wieder, ne? Jo. Mal gucken, was du mal jetzt... Heute noch, weiß nicht, ich hab das Ganze einmal so um den See rum, das wäre vielleicht ganz gut, denke ich mir mal so. Obwohl, da hinten geht's, glaube ich, gar nicht durch. Da müssen wir ein Stück schwimmen, ne? Weil die Map-Grenze, kann ich das riskieren, hier mal die Map zu drücken? Wupp. Ja, hier bin ich noch nicht, ist immer so verkehrt. Noch nicht weiter, hier ist so ein Stück See. Jo, kann man mal sehen, was ich hier schon abgelatscht habe. Meine Güte, wie kurz das erscheint, ne? Dabei ist das echt weit.
So. Das ist riskant. Aber gut. Hat ja geklappt. Oh, Sonne blendet. Wir brauchen also ein bisschen Brennholzvorrat und Bretter. Hier ein bisschen Faser kann auch nicht schaden. Da ist die kleine Insel. Ein Stück weiter geht's noch, aber nicht mehr sehr weit. Rennt das Hühnchen und rennt. Schwumms. So, ich glaube, wir können dann... Da wäre ja wieder eine Insel. Oh, das könnte man noch so schön machen. Ich fände das also wirklich gut. Da, hier ist nämlich Schluss mit Map. Ich fände das richtig gut, wenn man die noch erweitern würde. Dass man so da hinten um den See noch rum könnte. Dann sind auch nochmal so ein paar Berge. Anfangs, ja, wie lange ist das her? Ein Jahr, länger als ein Jahr. Da war die ja noch relativ klein, die Map. Also das finde ich immer so schade. Aber jetzt hat die schon eine akzeptable Größe. Also könnte man so lassen, würde ich sagen, ist in Ordnung. Aber ich fände das natürlich klasse, wenn die noch eine Idee größer würde. Fände ich gut. Oh nee, der erste Schnee. Ich hab das noch gerade gesehen, ne? Die ersten Schneeflocken. Jo. Jetzt wäre es noch so. Ich erfriere hier, weil der Pullover nicht reicht oder so. Das wäre der absolute Kracher. Und ich habe die Jacke drüben. Aber ich habe auch drüben schon mal parat gelegt Material für einen zweiten Pullover. Jetzt mal gucken, ob ich das schaffe. Das ist nämlich ziemlich tief. Aber ich will die haben. Komm, zack, zack, rauf. Ich glaube nicht, dass ich das ohne Ersticker schaffe, aber ich will es versuchen. Es wird ganz knapp. Nein, ein Ersticker. Ein einziger. Ja gut, das einen akzeptiere ich mal noch. Boah, ist kalt hier im Wasser. Vor allem, wenn es so schneit, ne? Mann, oh Mann. So. Ja, 100. Folge, ne? Habe ich mir auch gleich gesagt, so mache ich 2 Tage. Aber da der ja sowieso ein zurück ist, tun wir mal so, als wenn das ein langer 100. Tag, dann stimmt das auch so ein bisschen mit der Anzeige. Also ist immer noch Tag 100. Gestern war Tag 100 und heute ist dafür Tag 100. So ungefähr machen wir das und das kommt auch hin. Ich glaube nämlich, das liegt auch daran, weil der erste Tag Tag 0 heißt. Oder so. So. Das war nämlich gar keine Nacht, das war nur eine Sonnenfinsternis. Ne? So kann man das auch sehen. So. Die Schneeflocken hier auf den Felsen, die sind schön quadratisch, ne? Ja, ein bisschen Ressourcen sparen. Finde ich in Ordnung. Sieht trotzdem ganz gut aus. Haben wir doch einiges abgegriffen hier. Wie geht's mir denn? Sehr gut. Ja, der Winter kommt. Solange ich im Wasser bin, friert er nicht zu. Ne, da guck mal. Gerade habe ich gesehen, da war der Zaun nur so da drüben. So gerade auf dem Wasser. Ne, doch nicht. Oh, da ist was. Ist das ein Bär? Oder ein Wolf? Da oben ist ein Wolf und da ist ein Bär da unten. Na, nicht so schön. Guck mal. Hier mal gucken. Naja. Nö. Oh, der ist ein Stück hoch, dann kann ich ja hier an Land. Wenn er nicht runterkommt. Hm. Ich sehe sonst nichts. Ich wollte ja auch noch eine neue Spitzhacke machen. Die ist nämlich nicht mehr allzu gut hier. Oh, und mein Bogen, den müsste ich unbedingt reparieren, sehe ich gerade. Der ist bald hinüber. So.
gucken, was kostet denn der Bogen zu reparieren? Zeig doch mal. Drei Stöcker, drei Seile. Die drei Stöcker kann ich schon mal machen. So, ich glaube, ich hätte sechs gemacht, ne? Macht ja nichts. Aber die drei Seile kann ich noch nicht machen. Das sollte ich auf jeden Fall machen, weil wir brauchen ja doch immer wieder mal. Nicht nur für Kleinvieh, auch wenn man mal so an Wolf geht oder so. Oder auch an Elch, man kann man auch machen. Obwohl, jetzt habe ich das Jagdgewehr, das würde ich dann eher benutzen. Aber der Elch ist, wie gesagt, noch weit weg, also... Oh, Schnee! Knirschen! Nein, den... Ich weiß doch, hinter dem Felsen ist der Bär. Na, machen wir noch her. So. Der ist nah. Jetzt gibt's noch Bären, aber jetzt geht halt auch bald los mit den weißen Wölfen und dann sind die Bären weg. Und die weißen Wölfe, die sind erstmal meist ein bisschen stärker als die dunklen Wölfe und weil die eben weiß-grau meliert sind, kann man die im Schneewetter echt schlecht sehen. Das ist ganz schön doof. Ah, alles klar. Hallo, Kollege. Wenn der jetzt da runter geht, komme ich wieder oben nach unten vorbei. Ah, der ist relativ nah. Aber ich will hier ein bisschen Holz hauen. Ist alles in Ordnung, wenn ich den im Auge behalte? Du gehst echt in die total falsche Richtung, weißt du? Zumindest guckst du jetzt schon mal in die falsche Richtung. Aber wir wissen jetzt, das hat nicht bedeutet, dass er die auch einschlägt, wisst ihr? Jetzt möchte ich auch nicht zu weit vom Weg, vom See wegkommen. Was ist das denn? Ist das ein anderer See da? Oder macht der echt so eine Biegung? Das will ich jetzt aber sehen. Da. Echt jetzt? Würde ich jetzt ganz gerne mal so ein bisschen überblicken, indem ich auf den Felsen gehe, aber ich weiß, dass dahinter schon wieder ein Bär ist. Ich hab dich gesehen, du Lausebengel. Jetzt ist schon richtig Winterfeeling irgendwie, ne? Hab ich eigentlich Schuhe? Ja, das wusste ich jetzt gar nicht mehr. Das wäre sonst ein bisschen Kühle. Aber bis jetzt geht's mir gut. Ich kann bis minus 1,5 Grad aushalten. Und wir haben jetzt noch 7. Ja gut, so mitten am Tag geht's. Nee, das ist ein anderer See da. Das ist ja interessant. Oder biegt er sich da rum? Nee, so weit biegt er sich nicht rum. Das muss ein anderer sein. Vielleicht ist er sogar außerhalb des Bereichs, oder? Da will ich jetzt aber doch mal so ein bisschen gucken, wie sich das hier verhält. Ich kenne das noch nicht so gut. Ja, ich war zwar schon ein paar Mal hier in der Gegend auch, aber so richtig gut weiß ich das noch nicht. Das ist tatsächlich ein anderer See. Und da kann man gar nicht... Uah, hin, da ist ein Bär. Und da ist ein... Ah, okay. Aber ich habe ja meinen Beacon da jetzt auch. Das ist Richtung Norden. Das kann nur unser neues Beacon sein. Jetzt mal gucken. Ich sehe da links einen großen Baum. Vielleicht kann ich den noch greifen. Irgendwie ist die Sicht so ein bisschen getrübt durch dieses Schneewetter. Ah, da sind die beiden. Lockpick-Kiste wäre da auch mal was noch. Ne, Schlüssel habe ich ja dabei, ja. So. Und Beacon ist dann auch mal gerne in so einem Schneewetter schlecht zu sehen. Ich sehe ihn aber gerade schön vor uns jetzt. Aber das ist auch manchmal, dass man den nicht sieht.
Wir nehmen zwei, ne? Links der am Bildschirmrand, das ist der von zu Hause und der in der Mitte, auf den wir zulaufen, jetzt ist der von hier. Ach, hier sind die Birken, ja genau. Die Birken. Ja, mal Birkenholz holen. Ist hier ein bisschen wenig Fasern. Das kann auch sein, dass es im Winter weniger ist. Ne, in den, die Taschen sind oft schlechter bestückt im Winter. Und man findet auch weniger Fasern. Zumindest kommt mir das so vor. Und das hätte auch eine gewisse Logik. Kiste da oben. Boah, jetzt haben wir richtig Winter. Und es ist noch November. Ja, Blaubeere kommt mir. Wie geht's mir eigentlich? Oh, das ist noch okay. Also, ich sollte was mitbringen. Oh ja, das sieht nochmal ganz gut. Ja, ich denke da immer an den Kochherd. Das kostet ja etliche. Vor allen Dingen braucht man ja das Geschirr noch. Kostet ja dann etliche Eisenmetallbarren. Oh, jetzt schneit aber auch wie doof, ne? Aber so eine richtig geschlossene, dicke Schneedecke auf dem ganzen Land, das gibt's hier nicht. Ne? Viel mehr als das jetzt so ist, wird das ja nicht mehr. So, jetzt sehe ich aber das Biegen wahrhaftig nicht. Was war ungefähr Richtung Norden, ne? Oder? Wo ist er denn? Ich mich so ein bisschen bewege. Ich sehe ihn nicht. Das ist bei dem Wetter schnell passiert. Dass man den nicht sieht. Ich gehe mal nach Gefühl. Müsste so die Richtung sein. Da ist er doch. Was, so weit? Nordwesten? Echt jetzt? Oder ist das der falsche? Das wäre so ein Ei. Jetzt nochmal schön tüchtig verlaufen. Super. Ah, hier ist der Bach. Der verbindet den kleinen See, den wir gerade entdeckt haben, mit dem großen, ne? Glaube ich. Ich mal hier hoch. So, da, der sieht so weit weg aus. Da ist der. Das ist echt der. Von so, das ist der große Wasserfall. Ah, okay. Oh, habe ich mir jetzt wehgetan? Das hört sich jetzt ein bisschen komisch an. So, da ist Schrott. Habe ich den jetzt genug? 6, das müsste jetzt reichen, ne? Ich muss den Bogen reparieren. Das nützt ja nichts. Ich sehe so schlecht, ich lausche mehr. Deswegen bin ich auch so still. Das Wetter wird richtig abartig, ne? Aber ich bedenke, dass wir noch nach Hause müssen. Ich will ja jetzt nicht im Winter den Winter hier vorbringen. Oh, oh. Ja, ich hab's gesehen. Der kann eigentlich mitkommen. Ich weiß jetzt aber nicht, was das für einer war. Ich sehe ihn nicht. Hä? Ja, der ist aber nicht weit gelaufen, oder? Wieder zurück. Da. Ein Level 4er. Nee, komm. Wenn er jetzt ein Level 2er wäre, hätte ich gesagt, komm, dann kommt er halt mit. So, wo ist eigentlich der Beacon jetzt schon wieder? Da. Ah, gehen wir hier lang. Weil den Level 4er werde ich vermutlich mit einem Schuss aus der Shotgun nicht niederstrecken können. Das ist also gefährlich, da zu machen. Oder... Hä? Wo ist das Hühnchen? War doch gerade noch auf dem Teich da. Aber wir sind weg. Oh, da ist ein großer Bär. Wo ist denn der Wolf von gerade? So, auch noch ein bisschen Holz hier.
Oh, da steht auch ein Bär. Oh je. Direkt bei uns. Wie kommen wir denn jetzt nach Hus? Ich sag jetzt mal so, ne? Das ist ja nicht zu Hause, aber das ist jetzt erstmal der Unterschied. Ich wollte eigentlich heute zurückreisen. Aber ich möchte auch andererseits da die Bude zu haben. Dann schieben wir das mal auf morgen. Vielleicht ist ja morgen besseres Wetter. Da muss ich schwimmen, ne? Der zweite Winter ist da. Tja. So, jetzt gehen wir aber hier nochmal eben klöpfeln. Geht das schon wieder? Jawohl. Und hier auch nochmal. Oh, jetzt wird's richtig eklig, ne? Das hört sich auch so richtig kalt an, ne? So. Der braucht's dringend. Da ist mir was schlecht geworden. Das ist der Fisch, ne? Oh, nee. So was tut mir in meiner Seele weh. Aber das passiert halt manchmal. So. Oh, Mann. Den hätte ich ja noch mampfen können. Scheiße. Ja, lass ich auch noch mal hier. Er wird langsam eng hier mit meiner 15 Nägel. Das ist... Ach nee, da haben wir die 43. Doch, das ist gut. Ich muss aber jetzt Bretter machen hier. Eine Wand. Zwei Wände. So, was glaubst du, eine Tür auch? Ein, zwei, drei, da. Hier auch noch ein Dach. Ja, müssen wir nochmal. Hier, nochmal vier Stück, würde ich sagen. Ja, geht nicht. Dann war das... was? Ich wollte schon sagen, ich habe da noch Holz. Das wäre jetzt gewesen. So. Das. Jenne. Stöcko. Was war das noch hier, den reparieren? Habe ich schon wieder vergessen. Drei Seile und... Was war... Und Stöcker irgendwie, ne? Muss ich gucken. Reparieren. Drei Seile, drei Stöcker. Drei Seile haben wir. So, drei Stöcker. Jetzt repariere ich den mal, weil der ist nämlich bald hin. So, jetzt ist der wieder tippitoppi. Gut. Was haben wir an Seile? Nichts. Oder bin ich blind? Nichts. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn. So. Und die Bretter kommen dann dahin. So, weil dann möchte ich nämlich, das lasse ich noch auf. Ich möchte hier aber noch das Dach drauf machen und dann hier zumachen. Ich glaube, hier zumachen ist sogar noch wichtiger. Ja. Da friert es mich schon vom Zuhören hier. Ja, ach, das dauert noch hier. Ach, das dauert. Dann kann ich mal gucken, ob ich die Zeit sinnvoll nutze. Und in der Zeit... Ja, lass mal drin. Noch ein bisschen Holz holen. Ein bisschen Holz. Ein bisschen Fleisch wäre vielleicht auch nicht schlecht, ne? Meine Pistole ist auch nicht mehr die allerfrischeste, aber das geht noch. Oh, was ein Lärm. Ist unglaublich. Wundert, dass ich noch nicht das Frieren angefangen habe. Ja, der Pullover, der ist schon gut. Pullover und Schuhe bringt schon eine Menge. Ich darf nur nicht sterbseln, dann ist das nämlich alles weg.
Dann habe ich die Arschkarte. Dann käme ich auch dieses Jahr, solange der Winter ist, nicht mehr rüber zu meinem Zuhause, wo es so schön huckelig ist. Also es ist nicht ganz ohne Risiko, jetzt im Winter hier noch rüber zu gehen. Und ich werde auch, weiß nicht, morgen, übermorgen, ein, zwei Tage noch, wenn das Wetter mal passt, werde ich auch wieder rüber gehen. Und dann werde ich auch in dem Winter nicht wieder herkommen. Aber wenn ich dann im nächsten Jahr dann nochmal herkomme, dann dürfte die Station hier eigentlich soweit fertig ausgebaut werden, ne? Mit einem Generator und mit einer geschlossenen Bude und Pflanzkästen am Dach und so, so stelle ich mir das schon zumindest vor. Oh, oh, wow, 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 wow! Baumwolle! Die ist selten. Ja, rüber geht's heute nicht mehr. Und das wird keine Dreitagesfolge. So. Und was essen wir hier an Proteinen heute? Ich würde ja fast schon mir wünschen, dass so ein Level 2 Wölfe, die hier so angeschlänzelt kommt. Das ist ein Level 4er. Das ist nicht so ganz lustig. Das könnte ein bisschen gefährlich sein. Davon gibt es hier am meisten. Machen wir das noch? Nicht getroffen. So ein Ärger. Komm, machen wir noch einen Versuch. Da. Jawohl. Na, das ist aber beim Level 4er muss man auf jeden Fall einen vorlegen, weil sonst reicht das nicht mit einem Schuss. Auch nicht, wenn man den gut ansetzt, so wie ich das jetzt eigentlich ja gerade gemacht habe. So, dann haben wir auch gleich noch einen Happen, damit es halt nicht so hungrig wird die Nacht. Und so das Fischchen vergammelt ist, was mich ärgert. So, muss ich noch Bretter haben, ne? Aber ich brauche auch Brennholz. Jetzt wird es auch gleich dunkel, denke ich mal. Also, lange haben wir sicher nicht mehr. Kann ich denn reißen mit dem Material? Das ist nicht so dolle viel, aber hier haben wir schon mal ein bisschen was. Den mache ich mir jetzt mal. Das wird auch langsam Zeit, dass ich was in den Bauch kriege. Ah, die andere machen wir schon mal voll. Gucken. Wo ist er da? Ja. Oh, was ist die Kiste voll hier schon? Ja, ich brauche ja auch eine zweite. Das ist einfach so. Den nehmen wir einfach mit. So, jetzt haben wir hier 10. Ist das für 5? Oh. Ja. Aber die letzten will ich hier nicht aufbrauchen. Ne? Man weiß nie, wann ich mal noch brauche. So, da haben wir jetzt 2. Ich habe keine einzige Leine mehr. Das wäre mal noch Sache, ne? Naja. So. Eine. Könnte ich ein paar machen, aber nicht viel. So. Packen wir raus, packen wir raus. Jetzt sehe ich zu, dass ich hier dazu kriege. Hier kommt nochmal ein Fenster hin, würde ich sagen. Und da einen mit einer Tür.
Und könnte ich auch die Tür schon machen? Die brauche ich nämlich auch. Und dann wollte ich hier noch ein Dach machen, ne? Jawohl. Ja. Dann käme als nächstes hier noch eine Plattform und auch hier eine Tür. Und dann ist das soweit klar. Oh, nicht mein Gottes Willen. Das wäre jetzt noch das Fleisch verbrennen. Ich habe das jetzt im Moment nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Das hätte jetzt absolut schief gehen können. So, bauen. Schwumms. Schwumms. Ist die Tür schon fertig? Nein, die ist in der Mache. Aber jetzt. Zack. Na, ist doch schon ein Anfang. So. Schwumms. Na? So habe ich mir das gedenkt. Ist doch alles toll. Und hier muss auf jeden Fall noch so eine Plattform hin. Dann kommt hier auch noch eine Tür. Und dann haben wir hier so eine kleine Bude, wo man auch bequem mal überwintern kann. Stromgenerator noch machen. Ein Hammer muss hier rein. Eine zweite Kiste. Ein paar Nägel immer übrig haben, damit man auch eventuell, wenn man mal angegriffen wird, das hier wieder reparieren kann. Oh, da liegt Schrott. Habe ich gerade gesehen. Da vorne. Wo war das jetzt? Hier irgendwo. Da. Zweimal. Schwupps. Eingekassiert. Kann ich den schon wieder klöpfeln hier oder ist er noch zu früh? Nee, der geht noch nicht. Und dann geht der auch nicht, ne? Dann geht der logischerweise auch nicht. Ah. Naja, gut. Es wird auch eh dunkel jetzt und das war's genug. Das war jetzt die Jubiläumsfolge in doppelter Länge. Und quasi zwei Tage ist aber beides Tag 100. Nächste Mal kommt Folge 101, Tag 101. Das stimmt dann auch so ein bisschen besser mit der Anzeige. Könnte ich eigentlich auch mal hier zur Feier des Tages mal zeigen. Gut, ja. Ich mache jetzt hier auch Schluss. Lasse ich eine Flasche hier? Ich glaube, ich lasse auch eine Flasche hier. Das macht doch Sinn irgendwo, ne? Ich packe jetzt schon mal... Hau ich denn ab oder baue ich erst weiter? Das weiß ich noch gar nicht genau. Weil heute spiele ich mehr. Na egal, das kann ich immer noch sehen. Die lassen wir mal so lange hier. Bretter haben wir keine mehr. Zwei. Und dafür brauchen wir... Wo ist denn die Plattform hier? Brauchen wir 5 und 12 Nägel. Das würde gehen. Zwei Seile. Zwei Seile würde auch gehen. Soll ich das noch machen? Eins, zwei, drei. So. Oh, das ist aber... Warum ist das alles so teuer? Da machen wir die Plattform auch noch dahin hier. Weil das ist so... Steht am Ofen, fällt fast ins Wasser. Aber es wird schon richtig düster. Ah, das geht ja jetzt flott. Komm, das warten wir noch schnell. Ja, und hier haben wir auch diese Platte hier, das ist auch gut. Könnte man einen Schluck trinken noch, ne? Habe ich da jetzt gerade einen Balken gesehen? Nee. So, das wär's. Und jetzt machen wir die Plattform noch. Oh, was? Wie? Drei? Achso, die haben wir hier drin, die anderen beiden, ne? Jetzt geht's. So. Ja. Wenn dann hier die Tür drin ist, dann bin ich eigentlich erstmal soweit zufrieden. Dann kommt noch ein, zwei Plattformen davor mit einer Treppe runter. Da oben, hier kommt natürlich auch noch der Aufbau irgendwann hin. Und da oben kommt dann Wachskisten hin. Und da oben drauf dann vielleicht mal was für Strom. Viel später. Und dann ist die Bude hier klar. Generator, zweite Kiste. Ein Bett ja nicht, das ist ja Quatsch hier. Was fehlt denn dann noch? Könnte sein, dass ich hier mal einen Massegenerator dann brauche. Wahrscheinlich, ja. Weiß ich nicht genau. So, die setzen wir noch. Wump. Ne? Das ist doch prima so. Alles klar. Naja, gemütlich ist das jetzt noch nicht mit den großen Löchern hier, aber
Es geht schon mal erstmal. Ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Das war die Jubiläumsfolge, die 100. Folge. Und am 101. Tag geht es dann wieder in 3 Tagen. Ne? Ihr wisst ja, seit neuestem nicht mehr jeden zweiten, sondern jeden dritten Tag geht es hier weiter. Und einmal zeige ich das jetzt mal. Ich muss erstmal Spielstand speichern. Das ist ja jetzt hier in der Experimental so, die ich hier habe, wegen der Server. Und dann kann man hier gucken. 4 Tode habe ich. 100. Tag, ne? Nicht 101. Deswegen passt das wieder. Und wenn ich jetzt die Nacht rum habe, dann, na, ich weiß nicht. Ich glaube, der macht, könnten wir sogar nochmal machen. Ja, beim 200. vielleicht. Ja, habe ich aus. November, 60 Tage pro Jahr. Kann ich mal zeigen. Jetzt könnte ich es fortsetzen, aber ich gehe aufs Spiel beenden. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Bye, bye. Tschüssi.